Im heutigen Video geht es darum, dass wir den Kennzeichenhalter entfernen von Tesla und gegen eine wesentlich elegantere Lösung ersetzen, um das Kennzeichen hier direkt am Heck zu befestigen. Jetzt sieht es so aus, ich habe erstmal das Kennzeichen abgebaut, darunter ist der Kennzeichenhalter und unter dem Kennzeichenhalter sitzt noch so eine Halteplatte. Das werden wir im nächsten Schritt erstmal entfernen und was da dran kommt, zeige ich euch danach. So, zunächst erstmal hier die Schrauben von dem alten Kennzeichenträger lösen. In Handumdrehen gelöst. So, jetzt sieht man hier, der Träger von Tesla ist mit zwei Torx-Schrauben befestigt. Aber bevor ich den abbaue, nehme ich mir einen Stift und markiere damit die Position dieses Halters. Einmal so ziemlich in der Mitte. Für die Mitte brauche ich dann noch einen schönen Strich. Dann mache ich hier mit so einem, das ist kein permanenten Marker, das ist ein non-permanenten Marker. Und mache mir dann so ein paar Markierungen. Anschließend können wir dann mit einem 20er Torx die beiden Schrauben hier entfernen. So aus. Für die Mitte messe ich hier einfach aus. Das sind genau 20 mm, 20 cm. Das bedeutet, die Mitte ist 10. Das muss jetzt nicht übergenau sein, ob das jetzt 10,1 oder 9,9 sind. Wir wollen es nicht übertreiben. Die Mitte markiere ich dann auch auf dem Kennzeichen und wenn ich das dann positioniere, dann einfach die beiden Striche aufeinander positioniert und damit erwischt man eigentlich akkurat die Mitte. Für die Montage des Kennzeichens verwende ich Klett. Da gibt es bei Konrad oder bei Digitalo oder bei Völker diese Klettbänder zu erwerben. Die sind von der Firma Fastec, was eine Eigenmarke, glaube ich, ist von Konrad. Da braucht man jeweils zweimal das Flauschteil und zweimal das Klettteil hier. Das Klettteil befestige ich am Fahrzeug, das Flauschteil kommt an die Kennzeichen. Damit es aber akkurat passt, werden wir für die Montage das Flauschteil zuerst an das Kennzeichen montieren oder aufkleben und anschließend das Klettteil auch auf das Kennzeichen anbringen. Danach markiere ich die Mitte auf dem Kennzeichen und danach löse ich quasi die Klebfläche des Kennzeichenklebers, also dieses Klettteils, und befestige beide Teile direkt am Fahrzeug. So kann man am einfachsten gewährleisten, dass beide Teile akkurat sitzen und schön gerade das Kennzeichen am Ende in Position ist, so wie man das haben möchte. Den Tipp habe ich übrigens mit dieser Befestigungsmethode aus einem BMW-Forum. Ich habe mal einen E61 gefahren und da habe ich dies aufgegriffen. Vor 3, 4 Jahren war das gewesen. Und ich finde, das ist eigentlich die mit Abstand eleganteste und schönste Lösung, wie man ein Kennzeichen am Fahrzeug befestigen kann. Das Kennzeichen sitzt auch bombenfest. Wenn hier jemand erzählt, das Kennzeichen könnte sich lösen oder verloren gehen, behaupte ich es mal, das wäre beim konventionellen Kennzeichenhalter eher der Fall. Denn diese große Klettfläche hier, einen halben Meter mal 10 Zentimeter, bis die sich löst, da muss viel passieren. Und einfach mal abziehen kann man das Kennzeichen dann auch nicht. Wenn man das mal wieder demontieren will, sollte man irgendwie einen Eiskratzer nehmen oder hier solche Werkzeuge für die Innenraumdemontage, Verkleidungsdemontage, die können da auch hilfreich sein, dass man erstmal unter den Klett fährt und drunter löst. Aber das zeige ich euch dann, wenn das Ding montiert ist. Dann sieht man das, wie schön fest und gut das hält. Weiter geht's mit der Montage des Flauschteils am Kennzeichen. Bevor ich das mache, wird nochmal hier gemessen. So ein Kennzeichen hat immer ein Maß von ziemlich exakt 52 Zentimetern. Und hat eine Höhe, ja, das sind ein bisschen was über 11 Millimeter, Zentimeter, sorry. So, deshalb passt das Klettband relativ exakt mit seinen 50 mal 10 Zentimetern. Aber, wie wir schon bei der Demontage gesagt haben, wir wollen erstmal die Mitte markieren, damit wir dann am Ende eine kleine Markierungshilfe haben zur Montage und genau wissen, wo denn die Mitte ist. Einen kleinen Strich. Sieht gut aus.
Und das war's auch schon. Damit dann der Kleber ordentlich hält, reinige ich die Fläche hier hinten mit einem ganz normalen Silikonentferner. Man kann auch einen Bremsenreiniger verwenden. Quasi die Reinigung und Entfettung in einem. Damit das dann auch alles ordentlich befestigt ist. Und das Gleiche wird dann auch im Fahrzeug gemacht. Was noch eine gute Sache ist, ist, bevor man den Kleber hier, den Klebestreifen aufbringt, dass man idealerweise, wenn es nicht draußen 30 Grad hat, den Kleber etwas aktiviert, indem man den anwärmt. Das werde ich gleich mal tun. So, ja. Die gute alte Heißluftpistole. Und dann wird hier mal ein bisschen drauf. Dann sollte das gut angesetzt werden. Vorher mal so ganz grob drüber halten, dass man sieht, aha, in welcher Höhe man etwa muss. Und schön die Mitte erwischen. Dann straff ziehen. Dann erstmal die Mitte ankleben und schön nach außen streifen. Das ist kein Drama, wenn das ganz nicht ganz exakt gerade gemontiert ist. Ich habe es jetzt auch hier ein bisschen mal da unten, aber wichtig ist, dass es von der anderen Seite nicht zu sehen ist und das Klett nirgendwo übersteht. Hier sieht man ein paar Fusseln hier unten. Alles im grünen Bereich. So, dieses Teil machen wir jetzt ebenfalls ein bisschen warm und kletten das dann direkt auf die Rückseite auf. Hier das Kennzeichen schön und so, das ist doch schon mal der erste Teil und man kann schon jetzt sagen, das wird auf jeden Fall elegant aussehen, denn wie man sieht, das ist sehr schmal, das sind, wenn es viel ist, 2-3 mm, das ist absteht vom Fahrzeug. Und wenn es dann am Auto hängt, sieht es aus, als wenn wir das Kennzeichen an den Kofferraum angeklebt haben. So, als nächstes reinigen wir jetzt das Fahrzeug, ohne die Striche abzuwischen, ganz wichtig. Mit Gefühl. So, oder rum das an der Klebefläche. Absolut keine Verschmutzung da sind. So sieht der Lappen aus, wenn man das sehen kann. Also wenn man jetzt hier drauf direkt kleben würde, wäre schlecht. Zur Reinigung könnte man jetzt hier auch zum Beispiel einen Glasreiniger verwenden, weil jetzt die extra eine Dose von so einem Silikonentferner hier kaufen möchte. Das gibt es leider kaum in kleineren Gebinden. Wie gesagt, tut auch ein Glasreiniger. Es muss nur was sein, was eine entfettende Wirkung hat. Ich putze das dann gerne nochmal mit einem Mikrofaserlappen nach. So, auf geht's zur Montage. Ich habe jetzt nochmal die Fläche hier hinten leicht erwärmt, damit das, wie gesagt, der Kleber etwas aktiviert wird und ja, man davon ausgehen kann, dass es wunderbar kleben wird. Man muss ich muss dazu sagen, ich habe schon mehrmals gemacht an Fahrzeugen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das Kennzeichen so befestige. Ich habe also damit meine Erfahrungen sammeln können. Ich muss sagen, die Klettflächen hier kleben wirklich 1A. So, jetzt gehen wir hier oben an unserer Markierung an, halten das Kennzeichen etwas schräg rauf. Ich weiß nicht, ob ihr das da gut erkennen könnt. Ich nehme schon ein bisschen mit. So ist der Markierung übereinander und hier drüben haben wir etwa einen Millimeter Luft zu unserer Markierung und hier auch
Hier eher weniger. Aber wenn ich dann von Weitem mal gucke, wir gehen mal weg, dann sehen wir eigentlich, dass das Kennzeichen akkurat gerade hängt. Also meinen Ansprüchen genügt das. Also andrücken. Ordentlich mit sanften, bestimmten Druck. Schön breitflächig hier das Kennzeichen ankleben. So, das Schöne ist auch, dass selbst eine Wölbung ist damit kein Problem. Gibt ja zum Beispiel diese asynchron montierten Kennzeichen am Vorder, an der Fahrzeugfront, zum Beispiel beim Alfa Romeo. Dort ist so eine Variante der Halterung eigentlich prädestiniert, denn das sieht wesentlich eleganter aus als diese teilweise arg übertriebenen Kennzeichenunterbauten, die, naja, das Auto eher verunstalten als verschönern. Ja, das ist das Endergebnis. Das Kennzeichen sitzt. Von der Seite sieht es so aus. Also wirklich sehr elegant. Und ich würde jedem empfehlen, diese Lösung zu nutzen. Das Kennzeichen ist bombenfest. Wir können das mal probieren. Wenn man hier zieht, na, also mit viel Gewalt könnte ich jetzt versuchen, das Kennzeichen abzuziehen. Das Problem ist, wenn man das dann so abzieht, verwählt man eher das Kennzeichen. Also man verbiegt das und ja, das hat überhaupt keinen Sinn. Deswegen hält wie Sau. Ich habe es 3 Jahre jetzt fast an meinem vorherigen Fahrzeug so befestigt gehabt. Davor 1 Jahr an dem anderen Fahrzeug. Also ich kann euch sagen, diese Haltermöglichkeit ist einfach ideal und kostet wenig. Das Klettband kostet ein bisschen mehr, aber 5 Euro, 6 Euro oder irgend sowas. Also das hat er bei einem kompletten Kennzeichensatz mit 25 Euro oder sowas dabei. Von der Warte her preiswert. Das Ergebnis stimmt. Jetzt tun wir nur noch die Striche wegputzen. Dazu nehme ich auch wieder meinen Lappen hier. Ein bisschen Silikonreiniger drauf. Ein Silikonentferner. Und dann nochmal hier rauf, und da das kein Permanentmarker ist, geht das alles super easy ab. Die Striche sind weg. Man kommt ein bisschen schlecht ran. Deswegen muss ich hier so ruppeln, dass das Tuch hinter das Kennzeichen leicht kommt. So. Herrlich. Weiter geht's vorne mit dem Kennzeichenträgerwechsel. Hier nochmal das Original. Den originalen Tesla-Kennzeichenhalter bauen wir ab. So, und dann haben wir den Kennzeichenträger, Kennzeichenhalter so rum. Schrauben raus. Gut, an der Front werden wir das gute Stück hier hängen lassen. Dann reduziert sich zwar der Klettbereich hier auf diese Fläche, wenn man von der Seite schaut. Das mal zeigen. Das wisst ihr ja auch beim Tesla. Der hat hier so eine schöne Wölbung in der Stoßstange. Das geht quasi hier rein, wieder raus. Man müsste das dann quasi ausgleichen. Man kann das Kennzeichen das nicht hier reinbiegen. Das, nee, werde ich nie machen. Ich denke, ich lasse diesen Träger hier hängen und klebe einfach den Klett auf den Kunststoff. So, als nächstes, wie am hinteren Kennzeichen, erstmal reinigen, dass die Fläche ordentlich sauber ist und entfettet. Dann kommt wieder unsere gute Heißluftpistole zum Einsatz. Hier haben wir das Klettteil, das etwas rauer ist, und dann das dazu passende Flauschteil, was sich wie ein Stoff anfühlt. Das wird wieder schön erwärmt. Bevor wir das hier aufbringen, Flauschteil wieder ans Kennzeichen, Klettteil ans Fahrzeug. So, das genügt schon. Abziehen. So, Klett hängt.
super aus. Schließt schön ab. Ist natürlich auf ihrer Seite etwas einen Zentimeter kürzer, weil das Kennzeichen, wie gesagt, 52 Zentimeter rund lang ist. Tun es dann noch ein bisschen hier in Form bringen, dass wir so eine leichte Wölbung haben. Denn die Stoßstange des Teslas ist auch leicht gewölbt. Als nächstes wird das Klettteil aufgebracht. Ich tue es, bevor ich, wie gesagt, aufklebe, wieder erwärmen, damit ich ein bisschen Spannung aus der Folie hier rausbekomme, die hier hinten drauf ist, die recht derb ist. Alles wieder rein. Wieder Folie ab. Hoch zum Auto. Jetzt kommt das gute Stück an den Tesla. Mal anhalten. Wichtig ist, dass wir die äußeren Ecken gut ankleben. Denn hier ist natürlich die größte Gefahr, dass ich dann über kurz oder lang etwas lösen kann. Aber ich denke, das geht so. Und wenn man jetzt schaut, selbe Perspektive, dann von oben ist das schon wesentlich eleganter als mit dem dicken, fetten Kennzeichenträger von Tesla. Jo, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das kann man, wie gesagt, in jedem Fahrzeug machen. Es ist nicht Tesla-spezifisch. Ich finde es eine elegante Lösung, sieht wesentlich schicker aus und kann es nur jedem empfehlen. Arbeitszeit ist sogar, wenn man es ganz genau macht, rund eine halbe bis eine Stunde Zeit. Aber man sollte sich ein bisschen Zeit nehmen, um das akkurat und gerade anzubringen. Denn wenn es dann einmal schief klebt, ist es natürlich blöd. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.